Bernard war ein junger Mann mit magerem Körper, an dem 3 oder 4 Frauen Gefallen gefunden hatten. Er hatte eine schmale Nase, eine hohe Stirn, einen geschwungenen Mund, dunkle Augen und eine glanzlose Haut. Edouard Rosenthal war ein behäbiger Mann mit schlaffen Wangen, die auch dann lange bluteten, wenn er seine Rasierschnitte mit Alaunstein behandelte. Fast wütend glaubte Bernard sich manchmal in ihm wiederzuerkennen. Er musste nur seinen Vater ansehen, um sich mit unerträglicher Präzision die Zukunft seines eigenen Körpers vorstellen zu können. Der Tod hatte für ihn nicht unbedingt etwas Schreckliches. Er besaß nicht die nötige Vorstellungskraft, um vor dem Paradoxa des Nichts zu verzweifeln. Er wollte nur wenig leiden. Für jeden Menschen gibt es einen Ort,
an dem er sich die Liebe vorstellt. Für Bernard waren es seit 1925 die griechischen Inseln. Naxos, dachte er. Dort war ich glücklich mit meiner Schwester. Was für ein Glück muss es sein, mit einer geliebten Frau dort zu leben, die in meinem Bett schläft und mich in der Nacht nicht verlässt. Katrin.